Hallo, ich begrüße euch, euer Coach Olaf und die liebe nette Antonia, heute zur Versorgung des Fingergrundgelenks. Das heißt, du kannst sowohl den Finger in der Beugung als auch in der Streckung einschränken und beides will ich euch jetzt zeigen. Das heißt, wenn das Grundgelenk verletzt ist, natürlich immer in die schmerzfreie Zone so weit einschränken, dass in den schmerzfreien Bereich die Bewegung erstmal gebremst wird, sodass du die Hand entweder noch für den Sport, für die Arbeit benutzen kannst oder, wenn es dann doch schlimmer ist, den Finger nur leicht durchtrainieren kannst. Ich zeige euch das mal hier an der Hand von Antonia am Zeigefinger. Und zwar möchte ich jetzt die Streckung vom Finger einschränken und das macht ihr so, die Hand wird leicht überstreckt, so, der Finger wird gebeugt. Und nun nehmt ihr einen Zügel von ungefähr 2,5 cm Länge, das heißt von der Fingerspitze bis Mitte Unterarm. Dieser Zügel wird durchgeschnitten. So. Abgerundet. Der Finger noch einmal gestreckt. Jetzt klebe ich den nicht genau vorne an der Fingerspitze auf, sondern in der Höhe des Pips reicht, wenn ich den Zügel hier in der Höhe des Pips aufklebe, noch ein wenig weiter aufkleben. So, damit ihr jetzt den Zügel nicht vom Finger zieht, empfehle ich euch, dass ihr mit einem kleinen Stückchen Tape diesen Zügel erstmal fixiert. Also hier oben rum um den Finger und fixieren. Zap. Gut. Jetzt löst du das Papier. Der Finger wird gebeugt und jetzt ziehst du an dem Zügel feste, 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 feste. Das ist jetzt schon fast 100%. Versuch mal langsam den Finger zu strecken. Ja, es geht noch bis dahin, dann wird es schon ganz schön schwer. Das heißt, die maximale Streckung des Fingers ist schon sehr eingeschränkt. Wenn ich das Papier noch ein bisschen weiter drauflege und noch den Finger noch weiter beuge und noch mehr ziehe, so zum Beispiel, dann geht da gar nichts mehr. Das heißt also, du steuerst jetzt über den Zug deines Zügels, wie weit die Patientin den Finger noch strecken darf. Sagen wir mal bis hierher, so. Dann klebst du das Tape hier oben auf, das Ende lang ohne Zug, damit das auch gut hält. Sie streckt den Finger so weit es geht, dann klebst du das Tape in der Handinnenfläche auf. Ja, und damit hast du die Streckung des Fingers praktisch blockiert. Damit das Ganze auch hält, musst du jetzt einen Zügel durch die Hand kleben. Du misst den Handumfang ab. Und jetzt machst du Folgendes. Du faltest das Tape zusammen. Schneidest es an der umgeknickten Seite, links und rechts etwas schmaler. Und die Enden schneidest du rund. Mit dieser Schnitttechnik hast du jetzt eine Art Flügel geschaffen. In der Mitte öffnest du das Papier und kannst jetzt diesen Fixierstreifen wunderbar zwischen Daumen und Zeigefinger einlegen, weil der Bereich hier nämlich etwas schmaler ist. So, und das breite Tape lässt du nun auf dem Handrücken auslaufen und ebenfalls in der Handinnenfläche auslaufen. Damit ist der Tapezügel fixiert. Auch hier bedarf es vielleicht noch eines weiteren Fixierzügels am Finger oder am Unterarm. Das muss ich euch jetzt nicht unbedingt noch zeigen. Das wäre, glaube ich, zu langweilig. Aber hier habt ihr gesehen, was alles geht. Das heißt, in dem Falle ist die Streckung eingeschränkt. Das Ganze werde ich jetzt entfernen und zeige ich euch nochmal, wie man die Beugung einschränkt. Das heißt, Tape wieder entfernen. Zap. Hier auch. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man die Beugung einschränkt. Aus dem Grundgelenk. Die Beugung aus dem Grundgelenk einschränken, das machst du folgendermaßen. Das heißt also, Beugen soll nicht mehr gehen. Dazu brauchen wir wieder einen Tapezügel vom Mittelgelenk, vom Pip bis Mitte Unterarm. Oh, das ist ungefähr so viel. Der Zügel wird in der Mitte eingeschnitten, ungefähr 5-6 cm hinten abgerundet. Hier auch abrunden, abrunden. Und dann geht es schon los. Das heißt, hinter dem Einschnitt wird das Papier eingerissen. So. Jetzt legst du den Zügel so auf, dass der Einschnitt über dem Grundgelenk liegt. Ich reiße das mal hier ein, da könnt ihr es besser erkennen. So.
Mit diesen Zügeln fixierst du dir jetzt erstmal das Tape am Finger. Ja, machen wir ruhig das Papier ab, das geht einfacher. Mhm. Hier auch mit diesem Zügel das Tape am Finger fixieren. Ganz leichter Zug ist hier erlaubt. So. Nun nimmst du diesen breiten Zügel, löst ihn nochmal etwas vom Finger. Der Finger wird jetzt überstreckt. Nun gibst du Zug auf den Zügel und bestimmst jetzt, wie weit die Patientin den Finger noch beugen kann. Mehr, 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 mehr. So, viel mehr wird jetzt also fast nicht mehr möglich sein. Das heißt hier, wenn ich das möchte, dass sie ihn nicht mehr beugen kann als so weit, dann fixiere ich ihr jetzt das Tape so am Arm, das Ende ohne Zug. Das ist sehr, sehr wichtig, immer das Ende ohne Zug anlegen. Und mit einem weiteren schmalen, einem breiten und wiederum einem breiten Fixierstreifen das Tape an den Enden fixieren, damit es sich nicht löst. Aber der eigentliche Tapezügel ist dieser und damit ist die Arbeit getan. So, nur nicht hier zirkulär zu stramm wickeln. Der Finger sollte möglichst dieselbe Hautfarbe haben wie die anderen und nicht abfallen. Also das als kleiner Spaß nur, aber nicht zu feste ziehen, keine Zirkulationsstörungen verursachen. Und dann wird das schon eine tolle Sache, den Finger im Grundgelenk zu stabilisieren. Ja, auch damit viel Erfolg mit diesem Tape. Und wir sehen uns wieder in einem der nächsten Videos. Ich bin mir sicher. Ich sage tschüss, euer Coach Olaf und die liebe Antonia.